Willkommen zu unserem Oktoberthema des Tier- und Pflanzenparks Fasanerie Wiesbaden, die Rosskastanie. Generell wachsen gewöhnliche Rosskastanien, lateinisch Esculus hippocastanum, recht ausladend und werden bis zu 30 Meter hoch. Wir kennen sie meist als Parkbäume, aus Biergärten oder als ganze Alleen, wie hier zum Beispiel in Wiesbaden-Frauenstein oder in Putbus. Doch schauen wir einmal ein bisschen genauer hin. Ihre Blätter bestehen aus 5 bis 7 typischen gefingerten Blattspreiten, die am Rande gesägt sind und einen langen Spiel haben. Ihre typischen Früchte, die rostbraunen Kastanien, sitzen in dickschaligen, stacheligen Hüllen und fallen derzeit herab. Im Jahresverlauf öffnen Rostkastanien zeitig ihre großen, dunklen und vor allem klebrigen Knospen, lange vor anderen Bäumen. Heraus kommt ein wolliger Blättertrieb, der sich dehnt und schließlich zu einer großen Blätterhand herangewachsen ist. Die Bäume im Eingangsbereich sind rotblühend und stellen einen Bastard aus der gewöhnlichen Rosskastanie und der nordamerikanischen roten Kastanie dar. Es sind riesige Blütenkerzen, die an den äußersten Zweigen quasi aufleuchten. Während der Corona-Schließzeiten schmeckten den freilaufenden Schafen die roten Blüten besonders gut. Die Blätter zeigen im Jahresverlauf oft braune Stellen, die kombiniert mit frühem Laubfall einhergehen. Das sind die Spuren der Rosskastanien-Miniermotte, Camerariaria oridella. Doch zurück zu den Früchten, den Rosskastanien. Hier hat sich sogar eine Haselnuss ins Bild geschlichen. Gefunden? In Kindertagen hatten wir immer Sammeltouren unternommen und lustige Figuren aus Früchten, Schalen, Eicheln, mithilfe von Zahnstochern und Streichhölzern und Kastanienbohrern gebastelt. Hier einige Beispiele. Mit etwas Fantasie lassen sich hier Igel, Eulen, Spinnen oder auch Schafe basteln. Auch Seife lässt sich aus Kastanien herstellen. Passenderweise gehören sie zur Familie der Seifengewächsen mit den Inhaltsstoffen Saponin, Escin, Esculin, Flavonen, Gerbstoffen, Bitterstoffen und Stärke. Nicht verwechseln bitte mit den Maronen, die ebenfalls Kastanien, Esskastanien heißen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald!